Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den 84,99 Euro teuren Nix-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Nachdem die 2022 ja so richtig ins Klo gegriffen haben, waren die letztes Jahr sehr vorsichtig. Und dieses Jahr haben die sich gedacht, wir machen jetzt mal so ein sehr Herzensdesign. Also ich finde, Kevin allein zu Hause ist definitiv so einer der Weihnachtsfilme. Und das Design gefällt mir irre gut. Schade Schokolade, wir haben tatsächlich einen Kläppchen-Adventskalender. Ne? Also so sieht der von innen aus. Und er ist wirklich sehr, sehr lang. Aber sehr, sehr schmal und sehr, sehr niedrig. Aber ich bin sehr gespannt, was wir hier jetzt drin finden werden. Wie gesagt, das Design ist schon mal optisch wunderschön, aber die inneren Werte zählen, ne? Ist jetzt ein bisschen schwierig, den auch mit ins Bett zu bekommen. Ich bin gespannt, wie Nicole von Chiquitas Place den sowohl vorstellt als auch bewertet. Schaut gerne bei ihr vorbei, die lädt auch genau jetzt ihr Video hoch. Und schon ist es passiert, ich habe ein bisschen den Adventskalender eingerissen. Wir starten sehr stark mit einer Lidschattenpalette. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass nichts irgendwie keine anderen Lidschattenpaletten herstellt, weil jedes Jahr finden wir die in den Adventskalendern. Die haben auch extrem tolle andere, aber wahrscheinlich passt die einfach größentechnisch sehr gut rein und ist halt wirklich mit den Farben sehr passend, um das mal so zu sagen, weil ich glaube, jeder kann sowas gebrauchen, so eine Nude-Palette. Das ist auch wunderschön und ich finde, es ist auch ein guter Start für einen 85-Euro-Adventskalender. Richtig cool, am 2. Dezember bekommen wir ein neues Produkt und das ist etwas, was ich bei Adventskalendern auch immer sehr positiv bewerte, vor allem von Eigenmarken, ne? Also von, wenn eine Marke selber ihren eigenen Adventskalender rausbringt, und zwar ist das der Buttergloss Bling, das sind jetzt ganz, ganz neue, die sind just mir gerade erst in der Drogerie eingezogen in der Farbe 03 Pricey, so schaut der einmal aus und das dürfte auch die Originalgröße sein. Wir haben hier so einen goldenen, der ganz, ganz verschiedene Sparkles mit drin hat. Also sowohl Gold als auch mal so ein bisschen rosa, bläulich. Den Glitzer spürst du auch so nicht auf den Lippen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und von Glowy Glossy gehen wir jetzt zu Matt über. Smooth Whip Matt Lip Cream habe ich hier in der Farbe Kitty Belly. Das ist ein orange-stichiger Ton. Ja, ich musste leider so ein bisschen das Kläppchen zerreißen, aber naja. Hätten sie vielleicht ein bisschen, hätte die Fahrradkette hochwertiger gestalten können, aber wir machen jetzt erstmal weiter, denn genau neben der zerrissenen 3 ist hier die Nummer 4. Und ich finde es wundervoll, wie wir so durch diese Szenerie geführt werden. Mir persönlich macht es Freude, sich das so anzugucken. Und man hat es ja theoretisch auch einen ganzen Monat fast bei sich zu Hause stehen. Und wenn man sowieso kindheitstechnisch da mit Kevin allein zu Hause verbandelt ist, kommt das auf jeden Fall klar. Hier habe ich ein richtig cooles Produkt drin. Und das ist klar, das heißt, es können viele auch einfach so im Alltag verwenden. Das ist das Fat Oil Lip Drip in der Farbe. Das ist halt einfach das Durchsichtige oder das Klare. Dementsprechend steht da jetzt so nichts drauf. Ich finde, so einen klaren Lipgloss, beziehungsweise das ist so ein Zwischending zwischen Lipgloss und Lippenöl, ne, können wir alle sehr gut gebrauchen. Das pflegt die Lippen, das hat einen riesigen Applikator. Ach, guck mal, am 5. Dezember bekommen wir einen Blush. Das ist hier einer von den Sweet Cheeks. Die gibt es, glaube ich, gar nicht in Deutschland zu kaufen. In der Farbe Bombshell habe ich diesen hier. Und das ist auch eine Originalgröße. Also bislang haben wir hier keine Minis drin, was ich echt ziemlich gut finde und auch für den Preis sinnvoll, ne? Ich weiß gar nicht, wie teuer die so in den letzten Jahren auch waren. Das hielt sich auch ungefähr preislich darin auf. Aber eigentlich müssen die dieses Jahr richtig einen raushauen. Naja, schöne Farbe, die, glaube ich, auch viele verschiedene Hauttöne tragen können. Bei mir wird der wahrscheinlich eher so ein Zwischending zwischen Bronzer und Blush sein und vielleicht ein Tick zu dunkel. NYX kommt, glaube ich, ja aus London oder so, also aus England. Dementsprechend haben wir in der 5 dann das Bang Boom Bang Produkt drin gehabt. Und der 6. Dezember ist dann wahrscheinlich eher so ein normaler Tag. Da habe ich eine Soft Matte Lip Cream, auch die in der Originalgröße mit 8 Millilitern. Und das ist die Farbe Roam. Ich glaube, Roam ist sehr, sehr beliebt. Also das ist eine schöne, dunkle Farbe. Ich glaube, ich werde hier wirklich im Adventskalender fast überwiegend auch Farben finden, die ich gar nicht so habe. Denn auch im 7. Dezember habe ich hier ein Buttergloss. Also so cool, dass die auch alle verschiedenen Formulierungen hier mit reinpacken. Natürlich, Fazit schon mittendrin, da fährt ein Auto vorbei, ist es jetzt sehr, sehr lippenlastig, aber das habe ich ehrlich gesagt auch erwartet. Das haben wir eigentlich immer bei NYX. Das ist nämlich der Buttergloss in der Farbe Bit of Honey. Und das ist doch wohl mal eine wunderschöne Farbe. Oh mein Gott, mag ich die gerne leiden. Und das ist so ein, ja, wärmerer Nude-Ton, ne? Und die Butterglosse finde ich persönlich von der Formulierung her mit am besten.
Die Nummer 8 aufmachen, dass es kracht. Und auch da befindet sich ein Buttergloss drin, auch das in der Originalgröße. Und das ist die Farbe Creme Brûlée. Und ich glaube, dass das auch die beliebteste Farbe ist, die man so bei NYX findet von diesen Butterglossen. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich den behalten möchte. Die riechen nämlich halt auch echt süß und angenehm. Swatche ich den schon? Ja, komm, dann gucken wir uns mal Creme Brûlée an. Ja, die sind so ein bisschen süßlich. Das mag ich echt gerne. Das ist so ein richtig schönes Rosa. Und so schaut er aus. Also das ist bei mir so ein bisschen mein Lips But Better. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein relativ neues Produkt freuen. Und zwar ist es das Fat Oil Slick Click Shiny Lip Balm Produkt in der Farbe Hits Different. Und davon habe ich noch gar nichts. Also so schaut das einmal aus. Da habe ich noch gar nichts von bestellt. Da muss ich dann gleich mal gucken, welche Farbe davon ich behalten möchte. Die finde ich auf jeden Fall sehr schön. Das ist eher auch ein Nudie-Ton, der Schimmer mit drin hat und eher so in die leicht bräunliche Richtung geht. In der Nummer 10 wird es jetzt mit was super Spektakulärem weitergehen und das ist ein Candy Swirl bei Buttergloss. Das ist so abgefahren. Sweet Slushy ist die Farbbezeichnung, auch hier wieder eine Originalgröße. Und das ist eine Kombination zwischen Rot und Pink. Also das wird halt auch richtig intensiv auf den Lippen rüberkommen. Auch der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, hält dieses Produkt hier bereit. Ein Lippenprodukt, ja. Ein Fat Oil Slick Click Shiny Lip Balm, meine Güte. No Filter Needed. Das ist ein etwas kühlerer Ton. Also in Relation zu dem, was wir eben hatten, ist das hier eher so in die rötliche Richtung, aber auch eher in die kühle Richtung. Also es ist ein ganz, ganz kleines bisschen, ja, aschiger, würde ich auch sagen. Auch dunkler, ne? Oh, jetzt wird das aber ganz schön inflationär. Da hauen sie gerade ein Fat Oil Slick Click nach dem anderen raus. Jetzt wollen die halt testen, ob man den Namen richtig aussprechen kann, scheinbar. Denn am 12. Dezember haben wir einen in der Farbe Going Viral und das scheint auch so auf den ersten Blick die Farbe zu sein, die mich persönlich auch ein bisschen am meisten anspricht. Das ist aber kein, also der ist shiny, aber der hat keine Schimmerpigmente scheinbar mit drin. Nee, hat er nicht. Hat er nicht. Den werde ich behalten und jetzt auch einfach mal swatchen. Achtung, du kannst den nicht zurückklicken. Ne? Man klickt den so raus und das dauert manchmal ein bisschen, klickt da aber nicht zu viel raus, denn sobald das mit Haut in Kontakt kommt, wird es wirklich zu diesen Fat Oil Lippendingern, also dass du quasi, ja, dass es halt direkt schmilzt. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Gerade jetzt bei 34 Grad ist das so eine Sache, beziehungsweise nee, heute sind es nur 24, das geht. Ne? Und irgendwie war es klar, dass ich mir so eine Farbe raussuche. Ja, das schmiere ich jetzt gerade ein bisschen mit rum. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr rausdrehen müssen. Das ist dann der obere Swatch. Ach, guck, am 13. Dezember haben wir hier auch einen von den Cheek Heats drin in der Farbe Coralicious. Das ist ein ja, Ton, der dann auch mir persönlich ganz gut passen könnte. Ne? Ist halt in die Korallrichtung, ist auch super angesagt. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal getestet habe. Aber ich meine, ich muss mich nochmal, ne, ich muss noch in meine schlauen Tabellen mal gucken. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich persönlich mag das sehr gerne, dass du hier halt ein Füßchenapplikator drin hast und nicht halt so eine Tube zum Rausdrücken. Ich persönlich finde, dass man das damit einfach besser dosieren kann. Falls du übrigens mehr von diesen Sprachgedönsen, Verknotungszungen-Sachen haben möchtest, abonniere mich sehr gerne, folg mir sehr gerne und sei in dieser total liebevollen Community mit dabei. Und ja, genau, darüber freue ich mich auch sehr. Okay, aller guten Dinge sind drei. Es gibt noch einen Blush von den Sweet Cheeks. Und zwar haben wir hier den Showgirl. Das ist halt eine richtig dunkle Farbe, die mir persönlich einfach auch zu intensiv sein würde. Das ist ein sehr bäriger Ton. Also wie gesagt, für mich jetzt nicht ganz so gut geeignet. Es ist immer schwierig, halt so Base-Produkte mit reinzupacken, weil du halt nie genau weißt, welchen Teint hat die Person, die den Adventskalender halt auspackt. Ne? Dann hast du hier drei reingepackt. Irgendwas wird schon passen, so nach dem Motto. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde, jetzt sollten die auch wirklich aufhören mit den Blushes. Gerne zu Augenbrauenprodukten übergehen oder zu einem Primer oder so. Oder halt, komm, hau raus, noch weitere Lippenprodukte. Gesagt, getan. Ein Smooth Whip haben wir hier wieder am Start. Eine matte Lippensache. Und zwar Cherry Cream. Also ein richtig schöner Kirschton scheint das zu sein. Und ich glaube, dass die hier dann so ein bisschen weniger matt sind als diese Soft Matte Lip Creams, die man normalerweise von NYX kennt. Am 16. Dezember werden die Augen berücksichtigt. Sehr schön. Und zwar ist es einer von diesen Jumbo Multi-Use Face Stick Produkten. Ich habe hier eine Farbe, die sich nennt, keine Ahnung, steht nicht drauf, ist irgendwie so ein Gold-Kupferton. Ne? Also das kann man sicherlich für die Augen sehr schön als Basis verwenden oder man kann das als Highlighter verwenden oder wo auch immer man das halt hin machen möchte. Also für mich gerne noch ein bisschen heller. Vor allem als Highlighter wäre mir auch viel zu dunkel.
Okay, kommt direkt hinterher. Wenn das Kupfer war, was ich euch eben gezeigt habe, ist das hier Gold. Ist aber auch keine Farbbezeichnung drauf. Auch so ein Multi-Use-Jumbo-Stick, ne? Das ist so ein richtiger Gold-Gold-Ton. Finde ich persönlich sogar auch ein bisschen schöner. Auch wenn der eher, also der vorher drin war, ne, etwas kühler ist und mehr so zu mir passt mit kühl, neutralem Hautunterton. Und der goldene, also ich kann beide nicht als Highlighter verwenden, davon mal ab, ne? Finde beide schön. So, hier habe ich endlich... eigentlich für euch eher endlich, einen von den Smooth Whip Matte Lip Creams, die ich auch da habe. Das ist Onsi Fonsi. Und das ist halt auch so ein richtig schöner Pinkton. Aber jetzt kann ich euch mal mit meinem die Konsistenz zeigen, dass ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. Den hatte ich mir auch im Laufe des Jahres, weil das auch ein relativ neues Produkt war, gekauft. Also man muss da ein bisschen mit aufpassen, ein bisschen mit arbeiten. Aber ich finde, wie gesagt, der ist halt wie diese Soft Matte Lip Creams, aber nicht ganz so mega, mega matt. Das heißt, super deckend, ne, super intensiv, hinterlässt auch einen kleinen Stain. Also viel Spaß gleich beim Händewaschen, Claudi. Aber ich finde, dass diese Soft Matte Lip Creams nochmal ein Stück weit krümeliger quasi rüberkommen. Also der hat irgendwie noch so ein bisschen mehr Glossanteil, wenn man das so sagen darf. Apropos Soft Matte Lip Cream, nicht meine Lieblingsformulierung bei NYX, aber ich glaube, dass das hier eine der Lieblingsfarben von den Konsumenten ist. Das ist nämlich die Farbe London und das ist ein wunderschöner Hellbraunton. Also der ist wirklich hübsch, ne? Aber ich muss sagen, mir persönlich gefällt die Konsistenz von diesen Soft Matte Lip Creams nicht so sehr, weswegen ich auch für mich persönlich nur eine einzige Farbe mal irgendwann aus Adventskalendern behalten habe und zwar die Farbe Kopenhagen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwann mal Bock habe, richtig dunkle Lippen zu haben, kann ich den nehmen. Aber ich kann euch ja mal die Konsistenz zeigen, dass ihr einfach mal seht, wie das so einfach ist, dass ihr das auch zum Beispiel im Vergleich seht zu dem hier Smooth Whip, ne? Das ist einmal hier oben. Ich finde, der ist noch ein ganz kleines bisschen matter unterwegs, ne? Ja, würde ich schon sagen. Noch ein Buttergloss, richtig schön, in der Farbe Madeleine. Ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal da. Ich habe eine Freundin, die Madeleine heißt. Die Maddie, mit der habe ich auch schon mal hier oder hier ein Video gedreht. Also die war auch schon mal hier zu sehen, da haben wir Trashy ausgepackt. Und vielleicht schenke ich ihr den einfach. Wobei die ist eher so eine von denen, die richtig knallige Lippenstifte trägt. Das hier ist ein wunderschöner hellbraun Nude-Ton mit so einem leicht kühlen Einstich. Also das könnte die Zähne halt auch richtig schön weiß machen. Ja, und da habe ich doch einfach im Eifer des Gefechts die Nummer 20 einfach so vergessen und euch gerade einfach die 21 aufgemacht. Auch hier haben wir eine Soft Matte Lip Cream in der Farbe Cannes. Und ich glaube, bei den Soft Matte Lip Creams hast du auch die ganzen Städte quasi, ne? Rom, Cannes, Kopenhagen, dies, das, Ananas. Und auch das ist, glaube ich, eine sehr beliebte Farbe. Ist halt auch eher so in diese nudige Richtung mit einem rötlicheren oder rosamäßigen Einstich, aber nicht pink-rosa. Und in der Weihnachtswoche darf dann natürlich auch etwas mehr Bling Bling mit am Start sein. Hier haben wir die zweite und letzte Schnapszahl. Buttergloss Bling. Wow. She Got Money. Ist das eine geile Farbe? Oh mein Gott, sieht der abgefahren aus. Also das ist halt wirklich für Lippenliebhaber eine richtig geniale Farbe. Wenn du halt nicht nur 50 Shades of Nude tragen möchtest, sondern auch mal ein bisschen abgefahrener werden möchtest. Mega cool. Und ich glaube, dass wir jetzt nicht noch irgendwie einen weiteren Buttergloss Bling oder so hier drin haben werden. Deswegen swatche ich euch einfach mal meinen. Den habe ich in der Farbe Dripped Out. Dass ihr seht, wie das so ein bisschen, ne, sich so macht. Also der hat halt wirklich schon eine gewisse Basefarbe. Das ist jetzt so ein Orange, ne? Also so sieht er orange aus. Dann habe ich den hier. Und da habt ihr auch wirklich diese Sparkles drin, aber nicht zu intensiv, aber auch nicht zu wenig. Ich find's cool. Ich find's ein bisschen schade, dass wir hier bei manchen Produkten auch gar nicht draufstehen haben, welche Farben das sind. Denn hier habe ich einen von den Lip Drip Fat Oil Lip Glossen. Das ist einmal dieser hier und da steht halt keine Farbnuance drauf. Ich habe einen, der so ähnlich aussieht und das könnte auch die gleiche Farbe sein. Nee, meiner ist ein bisschen dunkler. Aber ich zeige euch einfach mal auch anhand meines Dings hier die Konsistenz. Ich habe hier die Farbe Newsfeed und die haben halt diesen riesigen Applikator, dass ihr das einfach mal geswatcht gesehen habt, ne? Wie die so sind. Den packe ich mir hier unten dann mal hin. Und ich mag den sehr gerne auf den Lippen. Ist halt wirklich sehr ölig, sehr pflegend. Und der hat ein Hint of Tint, ist halt auch ganz leicht, ja, dass er einen Geschmack, einen Duft, wie auch immer hat. Yep, ganz leicht ist gut. Nee, doch relativ intensiv. Und hier haben wir jetzt in der 23, einen Tag vor Heiligabend, so eine Erdbeerfarbe. Aber ihr seht, das ist halt jetzt nicht so super krass pigmentiert, ne? Es wird halt so einen ganz leichten rosa Unterton geben. Ach, guck,
in der Nummer 24 haben wir jetzt nicht irgendwie noch ein Special Kabam-Produkt. Da habe ich das Fat Oil Lip Drip in irgendeiner anderen Farbe, die auch nicht draufsteht. Das ist echt schade, Leute. Der ist sehr, sehr dunkel und wird dann auch, glaube ich, die Lippen ein Müh dunkler machen und gleichzeitig färben. Finde ich persönlich auch sehr schön. Aber als 24 hätte ich mir, glaube ich, dann noch irgendwie was anderes gewünscht, dass man halt, wie bei der 1 halt auch, ne? Da hast du so ein Einsteigerprodukt als geiles Produkt, dass man sich halt echt auf den Adventskalender freut. Da hätten die dann vielleicht in die 24 auch entweder noch eine Lidschattenpalette packen können oder ein Primer oder sowas. Ich glaube, das wäre richtig gut gekommen. Denn so haben wir jetzt irre viele Lippenprodukte. Ein paar Base-Produkte, sehr, sehr viel Blush-Produkte. Etwas, was man, je nachdem, welchen Hautton man so hat, als Highlighter oder als Augenstift benutzen kann. Eine Lidschattenpalette und ja, das wäre dann der Adventskalender gewesen. Also, sie haben sich auf jeden Fall immer mal wieder ein bisschen gesteigert, die NYX-Leute. Aber ich persönlich würde tatsächlich mir wünschen, für einen 85-Euro Adventskalender, dass nicht nur die Leute halt ihren Traum-Adventskalender bekommen, die auf Lippenprodukte stehen, weil wann soll man das aufbrauchen, sondern halt auch die Leute, die ein transparentes Augenbrauengel haben möchten, die irgendwie einen Primer drin haben möchten, die einen Puder drin haben möchten. All das hat NYX, ne? Das ist ein bisschen schade, finde ich persönlich. Klar, die haben hier auch Blush und quasi Highlighter reingepackt, aber ich persönlich finde, dass halt für den Preis man definitiv mehr Abwechslung erwarten darf. Und das ist, naja, halt auch am Ende ein bisschen schöner aussieht, wenn man das ausgepackt hat, dass es sich halt nicht anfühlt wie ein günstiger Adventskalender, sondern halt auch wie das, was es ist, nämlich einer der teuersten Drogerie-Adventskalender, den es halt so gibt, ne? Sie haben es versucht, aber noch nicht perfekt umgesetzt. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, dass wenn es jetzt halt so Richtung dekorative Kosmetik in der Drogerie weitergeht, dass ich dann bei dem Maybelline 31 Tage Adventskalender etwas mehr Freude haben werde. Allein der Maybelline 24 Tage hatte schon mehr Abwechslung als dieser hier. Wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.